Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dr. Pyx spielt Wizardry 6, Bane of the Cosmic Forge. Beim letzten Mal haben wir uns um die Grünz-Vierlinge gekümmert, indem wir sie totgeschlagen haben. Und jetzt wollen wir mal gucken, was sich hier weiter oben befindet. Schauen wir mal. Oh, Gottes Willen. Eine ganze Menge befindet sich hier, wie wir sehen. Wie zu erwarten war, hat das Rasten nicht allzu gut funktioniert. Also ich bin relativ oft unterbrochen worden und hauptsächlich von Giants. Ein paar Mal kämpfen müssen. Dabei ist auch Sin nochmal aufgestiegen. Also ihr habt den Levelaufstieg sozusagen verpasst. Ist aber nichts Relevantes vorgefallen. Die Skillpoints, die es gab, habe ich in ihre Magiefähigkeit gesteckt. Ist zwar noch nicht hochskillig genug, um Grad 2 zaubern zu können, aber zumindest geht es ein bisschen in die Richtung. Also der Kiryutsu-Wert ist ja ohnehin unterirdisch, der liegt nur bei 12. Aber sie hat in den Kämpfen schon ein paar Mal Critical zugeschlagen, was ja dann, ich glaube, Ninjas kriegen auch einen Critical-Bonus ohnehin. Und ihre Waffen haben ja auch einen Critical-Bonus, deswegen kann man mit diesen 12 erstmal leben. Der Ninja ist bei mir sowieso immer der schlechteste gewesen, was Kiryutsu angeht. Ich würde ganz gern dann zumindest vielleicht im nächsten oder im übernächsten Level spätestens dann zumindest endlich Blinding Flash können mit ihr. Deswegen habe ich ihr halt die Punkte in Alchemie gegeben. Aber jetzt müssen wir uns ja erstmal mit diesen lästigen Riesen beschäftigen. Na gut, dafür haben wir es ja. Na, kann man wieder ein bisschen beschleunigen hier. Schön, 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 schön. Na komm. Du bringst's mal zu Ende. Danke, Sinn. Aua! Das kriegen wir jetzt ja auch noch hin. Dankeschön. Nochmal 7000, wow. Ja, wollen wir mal gucken, was wir hier haben. Hallo. I'm the Guardian of the Rock. Okay. Und du bist ein bisschen hektisch, langsamer. Have you come to take the rock? Nö. Did you bring me an offering? Ja, klar, mit Sicherheit. You do not have what I want. Be gone. Guardian of the Rock.
Ich hab doch. Ja, ich habe bei einem der Kämpfe gegen die Riesen ist freundlicherweise ein Heavy Boulder abgefallen. Und ich glaube, wenn er schon der Guardian of the Rock ist, dann kann der doch bestimmt damit was anfangen. Aber wieso hat er gesagt, du hast. Ich hätte nichts. Ach, dann muss das bestimmt der Typ an Position 1 in der Hand halten. Dann wird den geben was Fänger. Ja. Yes. Brought me a nice bull, I will take it from you. Munch, munch. That is good. Achso, der hast du jetzt aufgegessen. Okay. Ja. Also falls, ich habe mit dem, ich habe aus dem nie irgendwas rausgekriegt. Also, erstens mal ist es üblicherweise, der redet halt nur mit einem, wenn man ihm ein Offering macht und das sind halt diese Heavy Boulders und üblicherweise hat man halt keinen bei sich oder ich habe damit immer keinen Ball bei mir, weil mit denen kann man kommt man so unglaublich schlecht den Berg hochgeklettert und ja, nur in der glücklichen Lage, dass wir nur zufällig in diesem einen Zufallskampf noch einen Heavy Boulder gefunden haben, sonst habe ich hier üblicherweise keinen. Und als ich hier mal hingegangen bin mit einem, um das auszuprobieren und dann festgestellt habe, dass er die halt annimmt oder dass es das halt ist, was er haben will, was ja auch nahe liegt. Ich habe nichts Vernünftiges von ihm rausgekriegt. Wir können ihn Rumors fragen. I haven't heard a thing. Yeah. Thing. You can find items in the dungeon. Ja, toll. Items. Skaldor. Ja gut, da geht er ja jetzt auf Dawn ein, meins. Samfetus. Banking. Ja, der hat irgendwie. Falls irgendjemand weiß, was. Ob der irgendwas Relevantes zu sagen hat, könnt es mir gerne mitteilen. Ich habe aus dem nie was rausgekriegt. Das Einzige, was man hier machen kann, ist wir speichern mal ab. Und wenn er uns jetzt fragt, ob Guardian of the Rock, wenn er uns jetzt fragt, have you come to take the rock, sagen wir einfach mal yes. Wollen wir den Stein einfach mal mitnehmen oder den Felsen? Then I must slay you, Guardian of Rock Attacks. Ja, und wir haben gleich zwei davon. Das ist jetzt der zweite erwähnte, im letzten Video angedeutete Bosskampf. Und der ist ein. Ich glaube, der ist ein Tucken härter als der, den wir gegen die Deutschen da, gegen Fritz und Klaus, bestehen mussten. Der ist ein bisschen schwieriger. Die sind nämlich, ich glaube, so ziemlich gegen alles Mögliche immun. Aber wir können es ja mal ausprobieren. Und was wir in jedem Fall brauchen, ist ein ziemlich starkes Missile Shield, weil die mit Boulder nur so um sich schmeißen. Unaffected, unaffected, das war ja klar. Das sieht ja schon mal gut aus. Okay, das ist gut. Das ist auch gut. Und die machen wahnsinnigen Schaden. Also wenn die treffen, da kann es, also den Magier könnte ich mir vorstellen, der ist dann mit einem Treffer hin. Soweit ich mir entsinne, die waren echt ziemlich übel. Sollen wir mal irgendwie gucken. Wir mal durch ihre verdammte Rüstung durchkommen. Das wäre ja schon ganz hilfreich, ne? Nee, das wird alles nichts bringen. Ja, einmal mit Level 1. Na, warum denn nicht? Irritated. Das funktioniert. Das ist mir neu. Aber gut. Wieder was gelernt. Und wir haben noch nicht sind noch nicht einmal durch ihre Rüstung durch. Das erste Mal und das zweite Mal, sehr gut.
Aha, es geht, es geht, es geht. Ah Gott, die müssen wir auch alle abwehren, sonst haben wir echt ein Problem. Also wenn hier kein Missile Shield hat, glaube ich nicht, dass man den Kampf schaffen kann. So. Ja. Lightning. Pff. Ja, das ist ja witzlos, ne? Probieren wir es mal. Unaffected, unaffected. Ja gut, das sind Steine. Was soll man da mit Feuerschaden machen? Critical wäre sehr gut. Jo, das kann eine Weile dauern. Oh, einer ist weg. Sehr gut. Eieieiei. Ach, wenn er speit, dann geht das durch den Missile Shield durch. Verstehe. Das ist ja ganz hervorragend. Ich glaube nicht, dass das was bringt, aber... Komm, jetzt haut den tot. Ich glaube, das einzige, die einzige Magie, die ihn verletzt, ich glaube, das ist der hier. Ist Acid. Ich weiß zwar nicht, ob Sinn den Zauber jetzt auf die Reihe kriegt, aber wir können es ja zumindest mal versuchen. Jo, jo, und hast ihn so damit getötet. Wunderbar. 17.000 Punkte. So, eine ganze Menge Heavy Boulder, die wir alle nicht brauchen. Aber Ruby Eyeball, den brauchen wir. Wir erinnern uns, dass an der Skaldor in dem Skull die Augen fehlten. Und das ist eins davon. So, dann machen wir es hin. Und das nehmen wir nicht. So. Ja, das war ja sehr erfolgreich. Wir sind auch noch erstaunlich gut beisammen. Hatte ich ehrlich gesagt mehr befürchtet. Hier ist nichts mehr. Nee. So, dann mache ich erstmal... Okay. Gut. So, jetzt sind wir wieder bei den Grinsens. Waren wir hier noch nicht? Ja. Hallo? Ist aber auch, also, ich meine, eigentlich ist es eine super Wohnung, ne? Wenn man sich so vorstellt hier. Ist ziemlich ruhig. Gut, mal, obwohl näher so ruhig ist. Ne, hat eine ganze Menge Giants und Floaters und auf dem Dach da auch noch den Guardian of the Rock. Die hier ständig drin rumlaufen. Aber ansonsten, also der Blick ist bestimmt toll und, hier so eine schöne kleine Terrasse. Mhm. Achtung! ich liebe diese deutschen Klischees, die sind schön. Achtung! Pressbutton für das Exit! ja, okay. Machen wir das doch mal. Pressen wir mal das Button für das Exit. Das war ja. Uppala! Och Mensch!
Er hat ja nur Zwerge. Minor Dwarf. Keine Major Dwarfs. Haha, ist auch ein netter Wortwitz. Ja, das ging ja erstaunlich unfallfrei. Also ich hatte da mit mehr Schwierigkeiten gerechnet, gerade bei dem Guardian. Aber hat gut geklappt. So, aber den Weg zum Schloss können wir uns jetzt im Moment aber erstmal noch sparen, weil wir haben ja, in jedem Fall fehlt uns ja der zweite Ruby Eyeball noch. Durch die Skaldor kommen wir ja immer noch nicht. Deswegen gucken wir hier erstmal weiter, was wir hier noch so finden. Es müssen ja auch noch irgendwo diese nackten Frauen rumlaufen. Oder, also, na gut, ich glaube, nee, dass sie nackt waren, hat uns das Spiel nicht mitgeteilt. Diese dunkelhäutigen Frauen, die vor uns weggelaufen sind, da über den Abgrund und so weiter. Die müssen hier sich ja auch noch irgendwo rumtreiben, die, ich meine, nicht wahr? Also, die müssen ja auch noch irgendwo sein. Quatsch. Nicht das. So. Bucklerschild. Nee, gut. Wo ist das Korn? Okay. So, dann zauberst du nochmal Heal Wounds. So. Okay. Hier muss ja noch irgendwas sein. Jetzt sind wir zur Orientierung auf der gegenüberliegenden Seite des Giant Mountains. Also auf der östlichen Seite. Quatsch, auf der westlichen Seite. Vorher waren wir auf der östlichen, da waren die Minen und im Süden, da sind wir langgelaufen, um zum Katapult zu kommen und aus dem Norden kommen wir, da war der Weg zum Castle und hier waren wir noch nicht. The tunnel ends abruptly as apparently there was a cave in some time ago. You might be able to dig through it using the proper tool, of course. Na, das haben wir doch. Das haben wir doch schon lange. Wo ist es denn? Miner's Pick. Tada. So, sind wir hier? Ach du Scheiße. 6 Rotting Corpses. Naja. Dazu haben wir ja Dispel Undead, nicht wahr? Und, ne. Hoffen wir mal, dass das reicht. Ihr macht richtig viel Schaden, ich merke. Oh, was der Wahnsinn. So, jetzt verschwindet mal. Weg. 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 Sehr schön. So soll das sein. 3000. This appears to be some sort of burial chamber. Wrapped mummies being laid in alcoves cut from the earth. The ground is dirt and clay and broken pieces of pottery lie scattered about the room. Das klingt ja ein bisschen ägyptisch hier gerade. Was hatten wir denn schon? Wir hatten den Frenchman, wir hatten die Germans und jetzt hier Egypt. Kommt rum. Okay. Aha, ja, das sieht so... Ja. Nee. Ja, Spiel. Nee. Also ein bisschen Indiana Jones mäßig. Wenn wir hier unter die Archäologen. This area has been chiseled out as if someone were trying to tunnel into the rock for some reason. Investigating it further, you can feel a slight wisp of air seeping through a crack, possibly from another tunnel on the other side. Ah ja, hier können wir jetzt. So, jetzt können wir zurück zum Schloss. Wenn wir hier jetzt weitergehen würden, würden wir zum Schloss kommen. Diesen Tunnel kann man aber nur von dieser Seite aus produzieren, sozusagen. Von einer anderen Richtung wäre hier einfach nur eine Wand, durch die man nicht durchkommt. Deswegen muss man halt über den Berg klettern, an den Zwillingen vorbei und so weiter und so weiter. Und am Katapult vorbei. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall einen Rückweg und müssen jetzt also nicht jedes Mal wieder diesen Umweg laufen, wenn wir zum Schloss zurück wollen. So, was haben wir hier? Oh Gott, noch mehr zu... Oh Gottes Willen, um Gottes Willen. Und ich habe kein Dings mehr, ne? Richtig?
Jo. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Ich weiß nicht, ob die zaubern können. Oh Gott, nee, das. Das wird jetzt ganz böse in die Hose gehen. Fürchte ich. Wir müssen unbedingt rasten. Na, immerhin. Und sie sind relativ langsam und sie kommen offensichtlich erst nach uns dran. Na gut, sind Zombies. Ah, jetzt geht's los. Ah. Jo, jo, jo. Ei, 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 das ist nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ja, Gags und Helpless, super. Amazulu-Zombie, haha. Oh, das wird aber auch der letzte Zauber sein, den wir zaubern können, verdammte Axt. Oh, komm. Super. So viele. Du kannst ja nicht viel machen, ne? Ja, das bringt ja alles nichts aus. Kannst du Summoner Terror, Mental Attack, Sleep. Ja, das ist, bringt ja alles richtig viel. Schlag mal lieber zu. Ich weiß nicht. Quatsch. Das ist ja eigentlich kein Poison, deswegen weiß ich nicht, ob das hilft. Schauen wir mal. Nee, 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 nee. Hast du nicht noch irgendwas? Ein Eisball. Naja, zumindest ein Zweier. Ah, shit, geht das schon wieder los. Ah. Oh nee, nicht auch noch Fänger. Ach, und Vomits. Ja, Gott, da wird Silence auch nichts bringen. Autsch, oh Gott, das. Das. Ui, 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 ui. Ja. Das hat schon mal gar nichts gebracht. Naja, ein bisschen Schaden nehmen sie. Gott, das wäre ja aus. Das ist übel. Gott, immer noch sechs Stück. Naja, warum nicht? So, was haben wir denn hier noch? Missile Shield. Sleep, ja, Sleep gegen Zombies, ne? Perks, das wird's bringen. Valkyries macht nix, Lucius macht nix, Razael macht nix. Wenigstens Fengar ist noch dabei. Macht aber auch nicht richtig viel. Was? Die schlafen? Das gibt's ja nicht. Ja, zu viel AD&D gespielt. Okay, super. Also Zombies können wir einschlafen lassen. Das ist ja schon mal was wert. Ja. Ja, immer drauf.
Oh, Valkris schläft. Super. Wird immer besser. Kötikel, danke. Das ist eine gute Runde. Sind es noch zwei? Das müssten wir wohl hoffentlich schaffen. Sehr gut, noch einer. Super, wir haben es geschafft. Okay, speichern und ganz schnell raus hier. Und ganz... Oh, nee. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, dass ich vor einiger Zeit hier am Giant Mountain, als wir das erste Mal Clouds getroffen haben, erzählt habe, dass es ja eine Cloud-Art gibt, vor der ich heiden Respekt habe und allerdings nicht glaube, ob's, oder nicht mehr wusste, ob es die hier schon gibt oder ob wir die erst später treffen. Wie wir gerade eben erfahren, die gibt es hier schon. Das sind nämlich Manowars. Die sind richtig übel. Die können nämlich, wenn ich mich recht entsinne, sogar Critical zuschlagen. Also die müssen weg. Und die haben auch, es sind Clouds, deswegen haben sie nicht so wahnsinnig viele Hitpoints. Aber wenigstens zaubern sie nicht so viel, oder ich glaube, sie zaubern sogar gar nicht, im Gegensatz zu den Floatern, die waren ja auch sehr unangenehm. Aber die können hier irgendwas, also die Manowars können irgendwas speien und wie gesagt, die ist Critical, das ist auch nicht besonders angenehm. Was hast du? Hast du noch irgendwas hier? Nee. Oh. Ah, das sieht nicht gut aus. Ja, ich habe zum Glück abgespeichert. Jo. Sie machen auch noch recht viel Schaden, wie wir sehen. Na, Valkris, überlebst du die Runde? No. Okay. ihr seht, warum ich vor denen Respekt habe, nicht wahr? Und... Ah ja, ich bin ja nur auf Expert. Ich wollte gerade sagen, es ist auch sonst immer nur einer. Aber ja. So, So, ihr müsst jetzt alle... heilen, was er könnt. Und hoffen, dass er nah dran kommt. Und du musst mal Cure... Nein, du kannst zuschlagen. Und du musst mal Cure Poison machen. Oh Gott, hoffentlich reicht das. Pff, ja. Das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut. Und sie ist immer noch vergiftet. Oder ist das noch das Nausea? Oh Gott. Ah, jawohl, immer drauf. Oh, danke, Lucius. So. Cure Poison. Fireballs haben wir nicht mehr. Magic Missile, hurra!
Oh, danke! Oh, Critical ist so hilfreich manchmal. Komm, jetzt lass uns bitte noch nach Hause humpeln, Spiel. Ah, super. Toll. Ich will das ganz gern ohne Reload schaffen. Komm, Spiel. Okay. Oh nein. Oh, das muss doch jetzt nicht sein. Zum Glück nur Jelly Clouds. Jelly Clouds falls unconscious. Das ist auch nett. Ja, zur Not raste ich hier. Ich würde nur ganz gern mit der eigentlichen Schloss zurück, weil da die, oder beziehungsweise zumindest in die Hazardous Area, weil da die Kämpfe leichter sind, falls wir beim Rasten unterbrochen werden. Na gut, probieren wir es mal aus. Noch einmal, besser als nix. Kannst du noch? Nee. Okay. Na? Spiel? Gut, dann können wir mal wieder zurückgehen. Okay, aber ich würde sagen, das reicht auch erstmal hin für dieses Video. Haben wir ja genug Schwierigkeiten gehabt. Dann werden wir beim nächsten Mal ein bisschen erkunden, was das hier mit dieser ägyptisch anmutenden Burial Chamber und dem Drumherum zu auf sich hat. Und ich würde sagen, ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also, bis dahin. Tschüss.